Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Sannas Backideen. Heute backe ich mal einen klassischen Kuchen, und zwar einen Käsekuchen. Der Käsekuchen hat den Vorteil, dass man ihn zu jeder Jahreszeit backen kann. Und den ich heute backe, ist auch ganz einfach. Er besteht aus einem Mürbeteig und einer cremigen, sahnigen Füllung. Und wer mein Videos kennt, weiß, dass ich schon viel Quark und Käsekuchen gebacken habe. Und zwar, weil ich einfach zu gerne esse. Ich habe mal gelesen, Quark, der sanfte Verführer. Das stimmt, Quark kann man süß essen oder herb. Er macht den Kuchen frisch und locker, leicht. Also bevor ich noch weiter ins Schwärmen komme, würde ich sagen, fangen wir einfach an. Doch zuvor abonniert noch schnell meinen Kanal und läutet die Glocke, damit ihr keins der nächsten Videos verpasst. Für den Mürbeteig brauchen wir Folgendes. 200 Gramm Butter, 70 Gramm Zucker, 300 Gramm Mehl, 1 Teelöffel Backpulver und ein Ei. Als erstes füllen wir die Butter ein. Die habe ich schon mal klein geschnitten, weil die sich so viel leichter verarbeiten lässt. Den Zucker. Mehl und Backpulver werden miteinander verrührt. Kommen auch mal in die Schüssel rein. Und zum Schluss das Ei. Dann nehmen wir unsere Knethaken und verkneten das Ganze. Der Mürbeteig ist ja ein Kneteig. Deswegen werde ich ihn jetzt mit den Händen zu Ende kneten. Mein Teig ist jetzt fertig. Falls der Teig beim Kneten noch etwas an den Fingern kleben sollte, gebt einfach noch ein bisschen Mehl dazu. Ich packe jetzt den Teig in die Frischfolie, denn er muss noch für ungefähr 10 Minuten in den Kühlschrank. Dazu drücken wir ihn ein bisschen platt. Wir machen keine Kugeln, wir drücken ihn breit, denn dann braucht er nicht so lange drin liegen. Die 10 Minuten sind fast um, das heißt, wir können gleich den Teig aus dem Kühlschrank nehmen. Doch ich werde erst einmal die Backform vorbereiten. Dazu habe ich schon mal ein Backpapier auf den Boden gelegt. Und jetzt werde ich noch den Rand mit Butter einstreichen und danach mit Mehl bestäuben. Denn ich möchte ja den Kuchen hier ganz leicht aus der Form lösen können. So, die Backform ist bestäubt. Jetzt können wir die Form zusammensetzen und dann kann auch gleich der Teig rein. Ich nehme jetzt einen Teil des Teiges hier ab, weil wir ja noch einen Rand formen müssen. Und den Rest drücken wir jetzt hier gleichmäßig in die Form. Aus dem restlichen Teig forme ich mir so eine kleine Rolle und drücke sie dann hier in den Rand. Der Rand ist jetzt auch fertig. Jetzt nehme ich meine Gabel und werde den Boden nochmal einstechen, damit er beim Backen gleichmäßig aufgeht. Jetzt kommt der Teig nochmal in den Kühlschrank. Und in der Zwischenzeit bereiten wir die Quarkcreme zu. Für unsere Quarkcreme schlage ich zuerst die Schlagsahne auf. Ich habe jetzt 200 Gramm Schlagsahne aufgeschlagen und die kommen jetzt erstmal in den Kühlschrank. Und dann brauchen wir noch Folgendes. 125 Gramm weiche Butter, 200 Gramm Zucker, 5 Eier, 500 Gramm Magerquark, 200 Gramm saure Sahne, 40 Gramm Speisestärke und ein Päckchen Vanillearoma. Jetzt kommt die Butter und der Zucker in die Schüssel und wird schön cremig gerührt. So sollte unsere Masse jetzt nach 3-4 Minuten Rühren aussehen. Und nun werden die Eier einzeln untergerührt. Als nächstes kommen dann der Quark, die saure Sahne, die Speisestärke.
Speisestärke und das Vanillaroma in die Schüssel. Das Ganze wird jetzt miteinander verrührt. Jetzt fehlt nur noch die Schlagsahne. Den Teig hole ich auch gleich mit raus, den brauchen wir ja gleich. Jetzt hebe ich hier die Schlagsahne noch unten. Und jetzt können wir unsere Quarkcreme einfüllen. Streichen das Ganze nochmal schön glatt. Der Kuchen kommt jetzt bei 180 Grad für etwa eine Stunde in den vorgeheizten Ofen. Nach 30 Minuten sehen wir uns aber schon wieder, weil ich den Kuchen am Rand noch einschneiden muss. Die ersten 30 Minuten sind um. Ich werde jetzt den Kuchen erstmal rausholen. Denn ich wollte ihn ja noch am Rand einschneiden. Ich schneide den Teig jetzt ein, ungefähr 1 cm vom Rand entfernt, 1 cm tief. Wenn ich ihn nicht einschneide, wird die trockene Tortenoberfläche einreißen und dann nicht mehr so schön aussehen. Und jetzt kommt er wieder in den Ofen und kann zu Ende backen. Wenn ihr nicht wollt, dass der Kuchen dunkel wird, dann legt ihr einfach eine Alufolie oben drauf. So, eine Stunde ist um. Ich werde jetzt mal gucken, ob der Kuchen durchgebacken ist. Dazu mache ich die Stäbchenprobe. Ich pieke hier mal in die Seite rein, weil ich nicht möchte, dass die Oberfläche so zerstochen aussieht. Ich würde sagen, er ist durch. Und wie ihr seht, ist hier der Rand eingerissen. Das wäre auch mit der Mitte passiert. Also war das Einschneiden richtig gut. Ich lasse den Kuchen jetzt noch bei leicht geöffneter Tür abkühlen. Und dann können wir ihn rausholen. So, mein Kuchen ist jetzt endlich abgekühlt. Und hier ist der klassische Quarkkuchen. Nicht eingerissen, schön goldgelb gebacken, genauso wie er sein muss. Deswegen werde ich ihn jetzt auch gleich mal anschneiden. So sieht mein Käsekuchen von innen aus. Ist ja nicht perfekt. Der Boden ist nicht zu dick. Der Käse ist schön gleichmäßig hell und oben schön goldgelb. Einfach nur lecker. Wenn ihr jetzt den Kuchen nachbacken wollt, das Rezept findet ihr wie immer unter diesem Video oder auf meinem Blog. Wenn euch mein Video gefallen hat, gebt mir noch einen Daumen nach oben, abonniert noch schnell meinen Kanal. Und ich hoffe, wir sehen uns dann am Dienstag wieder. Bis dahin, tschüss!